Freunde, ja. Mamma mia, Ja, hier gibt's was Italienisches. Ganz genau. Oh, wie das duftet hier. Oh ja, da kriegt man richtig Hunger auf Johnny's Italia Week. Hallo Leute. Ein paar kleine Mini-Lunser-Folgen für zwischendurch, Freunde. Ganz genau, und wir starten mit einem schönen Stück Lado. Nicht zu verwechseln mit dem Lada, das ist nämlich ein russisches Auto. Ich zeige ihn euch nochmal hier, den Lado. Da ist ein bisschen Fleisch versteckt, wie ihr sehen könnt. Nicht zu viel, ne? Da muss ordentlich Speck und Fett da sein. Ganz genau, es wird italienisch. Genau, Boys. Als nächstes brauchen wir die Grillshow Messomat 5000. Und es gibt es immer noch nicht zu kaufen, Freunde. So, also schneiden wir hier einfach ein paar Würfelchen raus. Eigentlich müsste ich das noch feiner schneiden wahrscheinlich. Aber ihr werdet gleich sehen, was passiert. Würflomat 5000. So, hier, den nehmen wir mal weg hier. Der wird jetzt zackt. So, hier, Würze brauchen wir hier. Pfeffer hier natürlich, Salz hier. So, da ist er hier. So, geschnappt. Eine Chili, eine kleine rote. Ein bisschen Schärfe muss da ein bisschen rein hier. Können wir nicht einfach so stehen lassen hier. So, komm schon, klein geschnippelt hier. So, und dann rein in den Topf hier. Und dann hatte ich gedacht, dass das mit dem Pürierstab ganz einfach geht. Ja, hier noch ein bisschen Knoblauch dazu, hier ein bisschen klein gehackter Rosmarin war das Grünzeug und hier jetzt noch ein bisschen Messerspitze Zimt hinterher. Schuss, weißer Balsamico war das. Oh ja, Baby. Jetzt geht's rein. So, Grünzeug. Dich mach ich fertig. Das hat nicht so gut geklappt, aber mal sehen, ob's hier mitgeht. Bin halt nicht Robocop gewesen. So, wir nehmen den dicken Mixer. Deswegen habe ich gesagt, ich hätte es noch kleiner schneiden müssen. Ne? Deswegen wäre es dann mit dem anderen Ding wahrscheinlich auch funktioniert, Freunde. So, Ding in alles rein hier. Und ab geht die Post. So, immer ein bisschen weitermachen, bis das irgendwann püriert ist. So, muss man ein bisschen nachrühren hier. Und dann, nicht zu tief, sonst ist der Löffel auch weg. Sieht die Masse so aus hier. So, sieht aus wie Eiscreme. Und das hier, nimmt man ein schönes Baguetto. Schneidet da hier schräge Scheiben ab. Dann sind die nämlich größer, wie ihr seht. Und man kann sie besser beladen. So, hier einmal vorhersägen. Das war der Bierteig aus Folge 250. Ganz genau, Rezept in der Infobox, wie immer, für euch. So, Boys, jetzt wird ordentlich geschmiert. Man nimmt sich hier so ein paar Brote und lunzt und wämst hier ordentlich was drauf, hier von dieser Creme. Ah, das ist doch lecker. Sieht doch gut aus hier. Lecker wie vom Bäcker. So, einmal hier draufgreiben hier. So, Bruschetta hier, würde ich sagen, ne? Noch eine Kelle hier. Wenn man das einfriert, könnte man das als Eis verkaufen, ne? Schöne Kugel davon im Hörnchen. Genauso wie ich es mag. So, alles beschmiert, Freunde. Und Onkel Dude hat hier irgendwie was zur Tarnung. Das kann man da drüber streuen. Und dann essen es auch die Girls. Das sind ein bisschen Tomatoes und so Lauchzwiebeln, ne? Also nicht pur essen, sondern hier nachher drüber geben. Aber erst nach dem Grillen. Los geht's. So, Freunde. Hier in Direct Bereich hier. Brenner 1 aus. Brenner 2 aus. Und der dritte hier unten. Einmal runterschwenken hier. Look at this. Full Power, ja genau. Und jetzt nehmen wir uns unsere Brote hier. Ganz einfaches Spielchen und legen die einfach drauf. So. Mal schön da rein. Ach. Mit Speck fängt man Mäuse. Guter Trick ist immer noch, zwischendurch ein Schlückchen trinken. Dann macht das Grillen einfach auf dem Gasgrill auch ein bisschen mehr Spaß als auf dem Holzkohlegrill. Nicht mehr Spaß natürlich. Ich meinte natürlich damit, so hat man auch auf dem Gasgrill ein wenig, ein Funken Spaß mit einem Bierchen. So, hier, alles schön hier drauflegen. Tada! Ja, Deckel schließen hier.
Bakomat 5000. 15 Minuten später hier sehen die Gefährte hier so aus und können das hier so runtergenommen werden, ne, Freunde. So, er hat ungefähr 180 Grad hier. Degrees, ne? Genau. Tada, da sind sie auch schon. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Roast Beef, was man da erstmal drauf legt. Ja, ein paar Streifchen und dann das Grünzeug da oben drüber. Ja, das ist eine kleine Vorspeise, Freunde der Spitzenklasse. Das macht Laune und Lust auf mehr. Ja, schön die Italienfarben. Man hat zwei Varianten, einmal ohne und einmal mit Belag quasi nochmal dazu. Ja, so, dann ballern wir uns schon mal rein, würde ich sagen hier. So, Rezept in der Infobox, wie immer, Freunde, kennt ihr ja. Da könnt ihr es direkt rauskopieren. Ab in den Hals mit diesem geilen Starter. Jetzt, Freunde, gibt's natürlich den Anbiss. Wenn das Grünzeug nicht runterfällt, ist nicht so schlimm. Hier unten die Schicht, die ist richtig geil. Das Grünzeug ist eigentlich nur zur Tarnung für die Gehörs, ne? Aber es gibt einen schönen Gesamtsnackomat 5000. Ballert euch rein, Freunde, bis bald. Hüa, Mini Lunser. Oh ja. So, hier kann man sich auch noch einen schnappen. So, Boys and Girls, ballert euch rein. Abonnation nicht verpassen und lasst den Daumen nach oben brennen. Ab geht's weiter. Hüa!